Hallo, hier ist Martin, ich grüße euch. Meine ADWX-Webinar- bzw. Workshop-Reihe vom 3.12. bis zum 6.12. Tag und Nacht, 24 Stunden fast schon. Die Edge des ADX. Und jetzt möchte ich mal mit einem Mindset aufräumen, dass alle Indikatoren gleich sind. Kein Indikator kann ist besser oder schlechter in der Form, habe ich schon oft gehört. Und natürlich können wir nicht wissen, wohin der Markt gehen wird tatsächlich. Aber mit Hilfe des ADX können wir den momentanen Zustand genauer bestimmen, um daraus Schlüsse zu ziehen, was am wahrscheinlichsten passiert. Denn die Kombination Parabolik, Bollinger und ADX gibt uns ein sehr, sehr gutes Timing und auch genaue Punkte. Das werde ich euch dann genau aufzeigen, wie sich der Markt dann da verhält bei diesen entsprechenden Regionen. Das heißt, du als Trader hast ein ganz klares Bild, was als nächstes passiert, wenn das passiert. Ja? Also von der Wahrscheinlichkeit her meine ich. Ja? Das heißt, du weißt, aha, das ist jetzt eine größere Wahrscheinlichkeit, dass es von diesem ADX, von diesem Level nicht mehr weitergeht oder es geht weiter oder die Wahrscheinlichkeit ist viel größer. Ja, das ist die Edge. Das kriegst du mit keinem anderen Indikator hin. Sonst würde ich euch ja das nicht zeigen. Zum Beispiel hier, jetzt haben wir den DAX, das ist der aktuelle DAX. Ja? So, wir haben hier einen aufsteigenden ADX, das heißt, du hast hier bestimmte Levels. Ja, und anhand dieser Levels und der Geschwindigkeit, Konvergenzen, Divergenzen der Preis-Action und dem ADX kannst du jetzt feststellen oder besser gesagt besser analysieren, wo, ja, wie oder in welchen, ja, wie soll ich das erklären? Ich mache es mal am besten hier, dieses Beispiel. Hier haben wir zum Beispiel einen flachen, einen tieferen ADX, der ist unter 20. Das heißt, der Markt ist trendlos, es gibt hier keinen Trend. Plötzlich gibt es aber eine Konstellation im DAX, die dir sagt, dass ein bestimmter Schlusskurs im Markt einen neuen Trend hervorrufen kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ne, diese Konstellation ist sehr hoch, dass du jetzt auf der Long-Seite eine bessere Chance hast auf der Short-Seite. Das ist schon mal Nummer 1. Dann wissen wir natürlich nicht, wie hoch. Der kann so hoch gehen, der kann aber auch nur so hoch gehen. Wir wissen nur, dass er ab bestimmten Konstellationen, ne, bestimmten Konstellationen macht der Markt einfach eine, also praktisch die Wahrscheinlichkeit, dass er das dann weitermacht oder den Trend weiterfolgt, ist viel größer. Das kannst du sehr ganz konkret identifizieren auf das Candle genau. Das heißt, wenn der Trend oder das wiederholbare Setup im ADX tatsächlich realisiert wird, dann weißt du auch genau, wo deine Stops sind. Da weißt du auch ganz genau, was das nächste Level ist. Ja? Es ist eine Edge und deswegen musst du das verstehen, dass du zum Beispiel mit einer Bollinger alleine diese Information nicht kriegst, dass du es auch mit einer Parabolik alleine nicht kriegst. Du kriegst es in Kombination, das auf jeden Fall. Und dass du zum Beispiel mit Moving Averages oder mit anderen Volumen, Profiles, was auch immer, du diese Information einfach nicht bekommst. Und jetzt sage ich euch etwas. Wenn wir mal vergleichen, entsprechende Konstellationen, die ich euch zeige, und das Volumen, was danach kommt, dann sind wir schneller als das Volumen. Warum ist das so? Aus mehreren Gründen. Weil wir Dinge sehen, die etwas triggern. Marktkonstellationen, Preislevels, die etwas triggern. Das heißt, dort sind Kauforders oder Verkaufsorders, dort wird mehr eingekauft. Das heißt, wir erkennen schon im Vorfeld, ein paar Zeiteinheiten im Vorfeld, dass sich ein Momentum aufbaut, wo die entsprechenden Profis oder Händler einsteigen oder aussteigen. Ja? Das ist die Edge. Das ist die Edge. Und das ist ein lebenslanges Lernen. Du kriegst von mir eine Injektion, so eine Art Antibiotika, die in 4 Tagen so die größten Bakterien eliminiert, mit denen du da draußen infiziert worden bist. Es ist sehr schwer, aus einem Mindset zu kommen, wenn die Masse einfach sagt, das ist so und so.
dann ist es auch manchmal sehr schwer, mal anders zu denken. Ich weiß, dass es schwer ist, aber lass dich mal auf diese Reise ein, du wirst es nicht bereuen. Lass dich auf diese Reise ein. Und dann nennst du es eine Woche. Ne? I made your day, I made your week. Nicht nur das, bin ja im Nachhinein auch noch da. Das wollte ich euch sagen. Ganz, ganz wichtig, die Edge liegt darin, dass du ein Wahrscheinlichkeitsmeister wirst oder ein Preis-Action-Meister. 100.000%ig wirst du das. Und wenn ich mir die ganzen Marktanalysen im Internet und überall anschaue, dann weiß ich, und wir werden sie vergleichen im Workshop, ja, dann weiß ich, dass du schon sehr weit sein wirst.